Hallo und herzlich willkommen zu einem Minecraft Mod Spotlight. Ihr habt in meinen Let's Plays mittlerweile vielleicht einige Mods gesehen und ich möchte jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten, Tagen, wie auch immer, einfach die Mods, die ich installiert habe, gerne einzeln vorstellen. Und für den Anfang beginnen wir mit was sehr Einfachem, sehr Leichtem, und zwar ist es dem Crafting Table 3. Ihr werdet den Download-Link bzw. den Forum-Post in der Beschreibung finden. Ansonsten auch einfach in meinem Let's Play-Post im Minecraft-Forum. Wie stellt man den Crafting-Table her? Ganz einfach. Ein Crafting-Table, darüber ein Buch, gibt uns den Crafting-Table 3. Was macht der? Relativ simpler Gegenstand. Wir stellen ihn einfach hin. Hat ein kleines Buch oben drauf liegen. Ansonsten sieht er ähnlich aus wie ein Crafting Table, kein Werkzeug, aber wenn wir an ihn rantreten, dann geht hier so eine kleine Tür auf. Lustiger Effekt meiner Meinung nach. Man hört auch einen kleinen Sound. Und wenn wir ihn jetzt rechts anklicken, dann braucht das bei mir zumindest eine Weile. Und wir sehen, dass wir gar nichts sehen. Das liegt darin, dass wir nichts im Inventar haben. Geben wir uns jetzt beispielsweise aber einfach mal ein Stück Holz. Einfach nur ein Stück Holz und gehen jetzt an den Crafting Table. Oho, was sehen wir denn da? Ja, wir sehen genau das, was wir alles mit einem Stück Holz herstellen können. Und zwar nicht nur die Standard-Minecraft-Sachen, sondern auch alles, was Mods betrifft. Beispielsweise das hölzerne Zahnrad von Buildcraft. Geben wir uns jetzt beispielsweise ein bisschen mehr Holz, sehen wir, ist die Auswahl natürlich noch um einiges größer geworden. Das sind alle Gegenstände, die man nur mit Holz herstellen kann. Interessant dabei ist, der Crafting Table 3 stellt automatisch Zwischenprodukte her, soll heißen, wir brauchen zum Beispiel für ein Schild, brauchen wir ja bekanntlicherweise einen Stock und 6 Wooden Planks. Die kann ich ja nicht direkt aus Holz machen. Also, wenn ich mir jetzt ein Schild hole, dann bleibt als Nebenprodukt, dann werden 2 Holz werden in 8 Planken umgewandelt und 2 Planken davon in Stöcke und wir bekommen ein Schild und es bleiben 3 Stöcke übrig. Das funktioniert mit allem anderen, was hier angezeigt wird, genauso. Füllen wir jetzt unser Inventar beispielsweise noch mit anderen gängigen Gegenständen. Sand. Was können wir denn da noch nehmen? Wo sind denn die Barren? Hier haben wir noch die Barren und vielleicht noch ein bisschen Redstone und Glowstone. Und gucken jetzt in den Crafting Table, dann sehen wir, wir haben hier mittlerweile eine riesige Auswahl an Gegenständen, die wir alle aus den Sachen herstellen könnten, die sich bei uns im Inventar befinden. Tolle Sache, macht Zwischenprodukteherstellung vollkommen überflüssig und beispielsweise würden hier ein paar Sachen von Steve's Cards wirklich viele Zwischenprodukte erfordern, die wir uns einfach damit sparen können, indem wir jetzt einfach einen Klick da drauf machen und dann das gewünschte Produkt hätten. Machen wir das dann mal beim... Och. Naja, ich hatte es ja schon gezeigt, also können wir... Ich sehe gerade nichts, was mich irgendwie reizen würde, was schnell gehen würde herzustellen, aber... Zum Beispiel, ich gucke gerade, ob ich vielleicht einen Quarry oder so... Genau, hier haben wir einen Quarry und wir sehen ja beispielsweise, wir brauchen jede Menge Zahnräder, eine Diamant-Pickaxe und Redstone. Müssen wir alles nicht einfach herstellen, wir machen einfach einen Klick drauf, haben den Quarry, als Überschussprodukt bleiben 2 Wooden Planks und das war's. Mehr ist da nicht zu tun. Und mehr gibt es eigentlich zum Crafting Table 3 auch nicht zu erzählen. Es gibt sowohl eine Singleplayer- als auch eine Multiplayer-Version davon. Und ich finde den Crafting Table sehr praktisch. Leider lädt er etwas länger mit Mods und sorgt dafür, dass das Spiel kurzzeitig hängt. Aber das dürfte vor allem mit weniger installierten Mods kein Problem sein. Eine kleine Erweiterung noch. Ihr habt es schon gesehen, der Crafting Table hat ebenfalls ein kleines Inventar, hauptsächlich für die Überproduktion, aber auch für die hergestellten Gegenstände. So, soviel zum ersten Mod Spotlight zum Crafting Table 3.
Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Informationen darüber geben und wir sehen uns demnächst. Tschüss.